Das Land der Galater. Wir schreiben das Jahr 270 vor Christus. Als Söldner der Griechen ins Land gekommen, stehen die Galater nun vor einer Entscheidung. In Anatolien bleiben oder weiterziehen, um eine sichere Heimat für ihr Volk zu finden. Lutarius, mein Häuptling, wir sollten nach Westen gehen und die reichen Griechenstädte plündern. Pergamon ist leichte Beute und auch die Seleukiden werden es sich etwas kosten lassen müssen, um unseren Schwertern zu entkommen. Nur mit dem Gold der Griechen können wir in diesem kargen Land überleben. Und genug meiner Brüder sind als Söldner gestorben. Dann werden sie stattdessen als Gefangene sterben, so wie unsere Väter. Wenn wir Pergamon oder die Seleukiden angreifen, ist das nur eine Frage der Zeit. Bleiben wir hier, auf unserem Land. Es gibt genug zu tun. Bestellen wir die Felder, bauen wir Städte und Straßen. Leonarius, ich erkenne dich gar nicht wieder. Was ist mit deinem Mut passiert? Unser Volk hat hier keine Zukunft. Selbst unsere Vettern an der Donau haben es besser. Eburenus, was ist mit Ägypten? Ich habe gehört, das wäre ein reiches Land. Nun, ich war noch nie dort. Aber es soll sehr groß und fruchtbar sein. Wir müssten monatelang marschieren oder eine Flotte bauen. Und ich glaube kaum, dass uns der Pharao mit offenen Armen empfängt. Ägypten, warum nicht gleich Karthago? Ihr führt unser Volk direkt in die Sklaverei. Bleibt zu Hause, wenn ihr zu feige seid für Ruhm und Ehre. Ich zwinge niemanden, mich zu begleiten. Mein Häuptling, wenn ich mich kurz einmischen darf. Es gibt noch ein reicheres Land als Ägypten. Es liegt auch an einem großen Strom. Und nur Alexander hat es bisher erreicht. Wie heißt dieses Land? Gibt es dort Gold? Die Griechen nennen es Indien. Es soll dort mehr Gold geben, als man ausgeben kann. Dieses Land ist voller böser Wesen, giftiger Fliegen, Elefanten und mordlustiger Affen. Warum glaubt ihr, hat es Alexander nicht erobern können? Ich bitte euch, Häuptling, bleiben wir hier. Häuptling, er hat recht. Dieses Land ist noch viel weiter als Ägypten entfernt. Wir müssten jahrelang durch Wüsten und Berge marschieren. Durch feindliche Länder. Takondarius, was denkst du? Nun, ich werde tun, was auch immer ihr befehlt. Aber wenn uns etwas zustößt, sind die Galater ausgelöscht. Ich werde mit euch ziehen. Aber ich bitte euch, lasst zumindest einen Teil des Stammes hier. Nun gut. Ich werde das Orakel befragen. Mit dem Segen der Götter ziehen wir noch vor dem Sommer los.